Zerkleinerung von PVC-Rohrabfällen aus der Produktion auf einer neuen Herbold-Schneidmühle der Baureihe SR. Ausschussrohre verschiedenster Abmessungen und von einer Länge bis zu 6 Metern werden in stapelbaren Gebinden gelagert. Die Gebinde werden mittels Stapler auf die Kippvorrichtung gesetzt und gesichert. Durch Schwenken der Kippvorrichtung werden die Rohre in den Zuführschacht der neuen Herbold-Rohrmühle gefördert. Der Zuführschacht wird geschlossen und der Automatikmodus der Anlage gestartet. Nun fördert ein lastabhängig gesteuerter Stempel das Aufgabegut in den Mahlraum der Schneidmühle. Sensoren überwachen den Entleervorgang des Zuführschachtes. Im Mahlraum der Schneidmühle werden die Rohre auf eine Korngröße von ca. 8 mm zerkleinert. Ein Materialfördergebläse transportiert das Mahlgut aus der Schneidmühle und fördert es wahlweise in Silos oder Abfüllstationen.